Geld es von allen Seiten. Es ist kein Geld da für all die Annehmlichkeiten der ach so sozialen Marktwirtschaft. Die wird jetzt allmählich abgeschafft. Doch fallen wir nicht länger rein auf die Maschen. Das Geld ist noch da, nur in anderen Taschen. Kein Geld für die Renten, doch für mehr Diäten. Das ist eine Frage der Prioritäten. Das ist eine Frage der Prioritäten. Es ist kein Geld da, will man uns glauben machen. Es ist kein Geld da für all die nutzlosen Sachen. Wie Schulen, Theater und Hallenbäder, die kommen jetzt alle unter die Räder. Doch fallen wir nicht länger herein auf die Maschen. Das Geld ist noch da, nur in anderen Taschen. Kein Geld für die Schulen, doch für mehr Raketen. Das ist eine Frage der Prioritäten. Das ist eine Frage der Prioritäten. Es ist kein Geld da, jammern die Wirtschaftsweisen. Es ist kein Geld da bei diesen hohen Preisen der ach so teuren Arbeitskräfte. So macht man in Deutschland keine Geschäfte. Doch fallen wir nicht länger herein auf die Maschen. Das Geld ist noch da, nur in anderen Taschen. Denn für die Konzerne, da regnet's Moneten. Das ist eine Frage Prioritäten, das ist eine Frage der Prioritäten. Es ist kein Geld da in unseren reichen Ländern. Es ist kein Geld da, jedoch das kann man ändern. Die Armut ist nämlich hausgemacht, weil unsere Kaufkraft zusammenkracht. Nein, wir fallen nicht länger herein auf die Maschen. Wir holen das Geld aus den richtigen Taschen. Wir fordern jetzt endlich für uns die Moneten. Wir ändern mal eben die Prioritäten. Wir ändern mal eben die Prioritäten. Sie leben in Saus und Braus und verwenden das schöne Geld für Alkohol und Zigaretten. Ja, ja. Dann frage ich mich immer, warum wollen dann nicht alle Hartz IV? Den Arbeitslosen geht's hier viel zu gut, wie jeder weiß. Sie trinken täglich Schnaps und Bier, haben nichts zu tun und das mit Fleiß. Mit Hartz IV geht's ihnen prima, sie leben in Saus und Braus. Na und das soziale Klima sieht richtig rosig aus und darum Hartz IV für alle. Alle sollen profitieren, wir sagen Hartz IV für alle. Was habt ihr zu verlieren? Unsere Abgeordneten, die leiden unter miesen Diäten, sie hungern, müssen Vorstandsvorsitzposten bekleiden und in Aufsichtsräten lungern. Mit Hartz IV ging's ihnen prima, sie lebten in Saus und Braus. Na und das soziale Klima sähe auch viel besser aus und darum Hartz IV für alle. Alle sollen profitieren, wir sagen Hartz IV für alle. Was habt ihr zu verlieren? Unsere Manager, die quälen mit Sozialneid sich herum, müssen ihre Millionen zählen, jetten in der Welt herum. Mit Hartz IV ging's ihnen prima, sie lebten in Saus und Braus. Na und das soziale Klima sähe auch viel besser aus und darum.